Für meine 6-jährige Tochter war der Film zu emotional. Besoffen. Ja. Im Mund. Ach, mit deiner ganzen Persönlichkeit. Das Suchen nach der Liebe ist sehr nah an der Realität und das tägliche Scheitern auch. Hallo und herzlich willkommen zu Gute Nacht. Alter, der Lädnert hier auf YouTube und ich habe heute nicht nur einen Gast, nein, ich habe das Budget platzen lassen und habe 2 Gäste eingeladen. Es wird fett und fetter. War schon der erste Hint. Denn ich bin großer Fan. Sie beide haben eine Webserie ins Leben gerufen. Es waren goldene Zeiten, als es noch ein Geheimtipp war und man cool sein konnte, weil man sie kannte. Jetzt sind sie für den Grimme-Preis nominiert und jetzt weiß halt jeder, dass es super gut ist. Ich begrüße Chiara Grabmeier und Jakob Schreier. Fett und fett! Alle Zeit angenehm. Fett. Why? Wir waren in Wien, als wir die Idee hatten. Wir waren auch betrunken und haben, ich weiß nicht, dabei auch natürlich sicher viel Pizza und Würstchen und Kebab gegessen. Und in Wien heißt betrunken sein, fett sein. Ah, also besoffen und besoffen. Besoffen, ja. Besoffen, ja. Wer übrigens sich die ganze Zeit fragt, wer sind die? Ihr habt ein Vorstellungsvideo gemacht. Und das sehen wir uns jetzt mal an. Hi, von hier rechts unten. Ich bin der Jakob. Ich komme aus München. Hi, ich bin die Chiara und ich komme aus Wien. Und Jakob und ich haben uns 2011 an der Filmhochschule in München kennengelernt, weil wir da gemeinsam studiert haben. Ja, und dann sind wir 2014 zusammen mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren, von München bis nach Shanghai. Und ein Jahr danach haben wir die erste Folge Fett und Fett gedreht. Ohne irgendeinen Plan, was daraus werden könnte. Ja, und jetzt sind wir hier. Und das gucken wir uns jetzt mal in Serie gebannt an. Wir haben einen kleinen Ausschnitt von Fett und Fett. Du suchst aber auch viel zu krass. Und Job hast du auch noch keinen? Ey, krieg mal dein Leben auf die Reihe und mach bitte eine Therapie. Sagen sie einfach, was sie wollen und hören sie zu, was ihr Gegenüber will. Problem gelöst. Du bist erwachsen. Ich? Ja, du. Herzlich willkommen im Bus nach München. Die Toilette geht leider nicht. Ihr habt die auf Vimeo gestellt? Ja. Und dann hat das ZDF angerufen und gesagt, hätten wir gerne. Oder was? Naja, erstmal hat es 3 Jahre gedauert. So, ja, gut. Und wir haben bei denen angerufen. Ach so. Oh. Warum habt ihr diese Serie gemacht über 30-Jährige, die vielleicht manchmal ein bisschen angeschlagen sind und deswegen gleich zum Psychologen rennen? Es war tatsächlich so, also, dass wir eigentlich das nicht vorhatten, eine Serie zu machen. Und Chiara diese Idee so ungefähr gepitcht hat oder mir erzählt hat. Und meine erste Reaktion war so, ach nee, lass das nicht. Und dann hat ja Chiara mir die Idee erzählt und ich war so, na, nicht, lass nicht noch ein Projekt das anfangen. Und dann war das eben, wir machen es ganz schnell und du spielst es selber und mit Freunden und zu Hause. Und dann war es ein kleiner Film und wir haben den eigentlich auch nur den Leuten gezeigt, die mitgemacht haben. 10 Minuten. Und haben es irgendwann an der Filmhochschule gezeigt. Und da fanden es Leute dann cool. Und dann haben wir nochmal einen gemacht, so einen Film. Und dann waren es 2 Filme. Und dann haben Leute gesagt, es ist ja eine Serie. Ja, klar. Ach so, ja krass. Okay, gut. Dann müssen wir wohl noch eine 3. Folge machen. Und so sind wir eigentlich da reingerutscht. Aber das ist euch sehr gut geglückt. Weil das Ding ist, jeder kennt irgendwer, der so drauf ist. Und vielleicht manchmal auch denkt man sich, oh Gott, ich bin auch so. Oh nein. Man guckt die Serie und es ist nicht nur sehr witzig, sondern man denkt sich, oh guck mal, das ist der Tom. Dann geh ich ja. Guck mal hier, die kenne ich doch auch, du. Die war doch letztens auf der Party. Also da habt ihr ganz München abgegrast und jeden Freundeskreis einmal, das ist eine Werbung. Wir haben versucht, alle Münchner einmal im Bild zu haben, ja. Geil. Es geht ja um Menschen um die 30, es geht um Drogen, es geht um Menstruationstassen, die vielleicht ein bisschen verschmoken im Wasserkocher. Es geht darum, dass man mit wildfremden Menschen baden geht. Warum nicht? Ja, wenn es blubbert. Ja. Wie nah ist das tatsächlich an der Realität und wo überzeichnet ihr vielleicht ein bisschen? Das Suchen nach der Liebe ist sehr nah an der Realität und das tägliche Scheitern auch. Und der Psychologe auch. Die ersten 5 Folgen sind über 3 Jahre entstanden, glaube ich. Mhm. Und, what? Das habt ihr aber gut mit der Continuity gemacht. Ja, oder ich bin halt so jung geblieben. Oder Sachen immer so alt aus. Ich finde das mit der Continuity finde ich schon richtiger. Okay, ja, gut. Ja. Okay. Transsibirische Eisenbahn ist ja auch spannend. Ist natürlich überhaupt nicht das Thema, aber es interessiert mich privat sehr. Also wenn man
Birkenmark, dann sieht man 6 Tage lang, wenn man aus dem Fenster schaut, Birken. Geil. Also muss man gar nicht mehr in so ein Burgerhaus gehen. Man kann jetzt einfach. Genau, einfach. Ja, genau so sieht es aus. Ja, und es gibt endlich nicht mehr Burger essen. Fleisch. Ah ja. Ja, es hat sich insofern gelohnt, dass Jakob und ich. Es ist auf jeden Fall die schönste Reise, um sich gut kennenzulernen, weil man 32 Stunden im Zug sitzt und nichts anderes zu tun hat, als miteinander zu reden. Ja. Und dann eine Serie raus. Ja. So, ja, ungefähr, ja. Und wie kam es zu der Serie? Habt ihr bei Tag 1 gedacht, ach so, wir wollten doch nochmal über die Serie reden? Oder wart ihr dann irgendwann bei Käsekreiner und irgendwas so betrunken, dass ihr sagtet, also wir sind so geil, wir müssen eine Serie machen? Wir hatten nie einen Plan, eine Serie zu machen. Auch nicht, als wir begonnen haben, Fett und Fett zu machen. Ach so, oh, das ist natürlich... Ja, ja. Gut, okay. So geht es mir auch mit dieser Sendung eigentlich. Aber, wir waren in Wien und nachdem wir erfolglos versucht haben, eine andere Serie zu pitchen, haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt einfach was für uns, aus unserem Leben, was wir schnell erzählen können. Mhm. Und nachdem ich ja den Jakob schon auf der transsibirischen Eisenbahn sehr lange beobachten konnte und das irgendwie so wunderschön fand, wie der Jakob einfach er selbst ist und wie genüsslich er auch einfach essen kann, dachte ich so, irgendwie, ich glaube, du wärst toll vor der Kamera und lass uns was aus unserem Leben erzählen in 2 Wochen. Und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir uns getroffen haben, erstmal Bier getrunken haben, und, um uns alle irgendwie so locker zu machen und dann beschlossen haben, wir drehen das jetzt einfach. Was magst du so essen? Zum Beispiel Müsli-Riegel? Warst du Müsli-Riegel? Müsli-Riegel? Ja. Mach ich auch, ja. Gut, ich hole mal kurz die Regel, weil ich würde mich eigentlich, sehr, ich esse eigentlich alles. Ich würde dich sehr gerne mal essen einfach, sehen, weil ja, wenn die Chiara sagt, dass das so toll ist, dann wollen wir natürlich alle sehen, wie du isst. Ja? Ach so, aber ihr könnt ja alle auf die, in die ZDF-Mediathek gehen und das dort anschauen. Wir sind ja hier schon. Hier? Danke sehr. Okay, jetzt gucken wir mal. Toll! Wirklich! Du hast eine eigene Art und sehr sympathisch, wie du isst. Okay, wir mit haben. Dem Mund. Ach, mit deiner ganzen Persönlichkeit. Letzte Frage, dann kommen wir zu einem Game. Also, ja, komm, mach dich bereit. Ja. Spiel. Okay. Ich habe ein sehr lautes Organ. Chiara, pass auf. Du hast ja früher viel Werbung gemacht. Ja. Und jetzt ja, ich meine, diese sehr liebevolle, gar nicht kommerzielle Serie. Mhm. Ist das was ganz anderes und du bist einfach ein Allrounder? Ich glaube, das hat gleichzeitig begonnen. Mein Herz schlägt immer für Fett und Fett und für das, was ich so aus meinem Leben erzählen kann. Aber eine Zeit lang musste ich auch mein Leben finanzieren. Ah. Und ist es wirklich so schlimm in den Werbeagenturen? Stimmt alles, was man sagt. So. Gut, ich sag ja investigativer Journalismus her. So, und jetzt kommen wir zu einem fantastischen Spiel. Ich weiß noch nicht, worum es geht, aber Jakob kann es uns erklären, wer der die Schultreppe runterkommt. Aber wie viel ist dein Outfit? So, hallo. Ja. Wir spielen Rätselspezies. Wir spielen Rätselspezies und es geht so, ihr habt an der Filmhochschule studiert, ihr kennt euch aus mit Filmen. Ariane Alter hat auch schon mal einen Film gesehen, glaube ich. Ich habe auf einem großen Versand-Online-Händler Filmrezensionen durchgelesen. Da sind einige sehr schöne dabei. Die lese ich jetzt vor. Und ihr bekommt 4 Antwortmöglichkeiten, welcher Film sich dahinter verbergen könnte. Ihr spielt zusammen, du spielst allein, ja, das ist fair. Immer. Und alles klar, fangen wir mal leicht an. Für meine 6-jährige Tochter war der Film zu emotional. Harry Potter ist dagegen kein Problem für sie. A. Schindlers Liste. B. Marriage Story. C. Soldat James Ryan. Oder D. Toy Story. Ah, das hat sie jetzt... Wow. Toy Story 1, 2 oder 3? 1. Entscheidet euch jetzt. Toy Story. Du sagst... B. Das ist falsch. Harry Toy Story ist richtig. Oh. Ein Applaus für kurz. Okay, alles klar. Cool. Der zweite Film. Also, pass auf. Für alle Herzmenschen, dieser Film ist zu 3/4 wunderschön. Dann wird er zum reinsten Horror für Menschen, die mit Herzen schauen. Frechheit, so etwas überhaupt zu produzieren. Bevor ich das Ende gesehen habe, ist er noch in die Top 10 all meiner Filme gerutscht. Danach in den Keller des Vergessens und nie wieder Ansehens. A. Sixth Sense. B. Avengers Endgame. C. Die üblichen Verdächtigen. Oder D. La La Land. Ah ja. Ah. Nicht vorsagen. La La Land, ja. War viel Arbeit. Ja, ja. Viel Arbeit. Ja. Ah, das ist geil, weil das Anna. Ist true. Okay. Was sagt ihr?
D. 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 Lade. Richtig. Yes. Oh. Damit steht es 2-1 für Fett und Fett. So. Gut, dann machen wir es einen falsch. Ne? Also, Film 3. Unerträglicher Mist. Ich gucke ja eigentlich keine Filme, in denen Tiere sprechen. Aber ich hatte gehofft, Disney kriegt das hin. Weit gefehlt. A. Kapp und Kappa. B. Bambi. C. König der Löwen. Oder D. Dschungelbuch. Kapp und Kappa. Das finde ich. Was sagt ihr? Die müssen Sie noch entscheiden. D. D. Und du? Wieder D. Okay, ja. Ari, was hast du denn? C. Das ist absolut richtig. Und ihr, wir haben es wieder die um, eventuell zum letzten Film. Es steht 2-2. Es ist spannend. Matchball. Ein Film voller Übertreibungen, Handlungsfehlern, kitschig, 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 lächerlich. Ein Film für pubertierende Teenager, nicht mehr. A. Grease. B. The Notebook. C. Rambo fürs Blatt. Oder D. Avengers Endgame. Bitte, bitte antwortet dann jetzt. Dann Grease, ja. Ari, deine Antwort. Scheiße. Ich habe erst A gesagt, aber jetzt habe ich, ich bin ehrlich, eher auf B getippt. Notebook. Notebook. Ja. Leider falsch. Wir haben jetzt A genommen. A. Grease. Ja. Ja. Auch falsch. Gut. Und noch ein. Avengers, oder was? Es war Avengers Endgame. Echt? Wow. Nein, gut. Potenziell letzter Film, es steht 2-2, es ist spannend, oder? Ja. Als ich den Film im Kino gesehen habe, war ich entzückt. Lachen, lachen, lachen. Als ich ihn später dann nochmal auf Video bzw. auf DVD sah, war ich entsetzt. Langweilig, Knetgummi, nichts geht voran und mein Lachen gefror mir auf dem Gesicht. Also 5 Sterne fürs erste Gucken, 1 Stern fürs nochmalige Gucken. Fazitissimo, kein Klassiker. Knetgummi. A, das ist geil. Es ist A, Hangover. B, Hangover 2. Oh, das C, und täglich grüßt das Murmeltier. Oder D, die nackte Kanone. Na, Hangover ist natürlich 1 oder 2. Oh. Ist jetzt. Das Publikum dann deine Meinung? Das Publikum ist Joker. So, antwortet bitte. Nee, oh. Ich würde einen Hangover sagen, aber ich weiß ich nicht. Ich hätte auch A gesagt. Ja. Gut, Ari, hast du schon? B. Hangover 2. Oh, dann haben wir Hangover 1. Leider falsch. Das ist auch falsch. Oh, was? B, oder was? War natürlich täglich grüßt das Murmeltier. Ernsthaft? Wer hätte das denn gewusst? Nächster Film. Mein Sohn, 11, fand den Film toll, weil er eben in den Apps seines Smartphones spielt und komplett auf Candy Crush Niveau ist. A. Police Academy. B. The Emoji Movie. C. Ready Player One. Oder D. Bruder vor Luder von den Lochis. Ich hab alles nicht gesehen. Emojis oder Lacher? D. Außer das mit der Academy. Ari? B. B. Die Emoji Movie und ihr Lochis. Lochis. Die Emoji Movie ist richtig. Ariane, Alter, das Spiel ist 2-2. Vielen Dank. 2 Punkte. Nee, 3. 3? Ja. Oh. Ja, man soll. Na gut. Tschüss sagen, wenn es am schönsten ist, war toll. Und jetzt kriegen wir keine Liebe. Ja, toll. Ja. Dürfen wir den Riegel mitnehmen? Ja, gerne. Ja, danke sehr. Okay, doch nicht. Ihr könnt mal ein fettes Abo dalassen, wenn euch das genauso fett gefallen hat wie uns. Jakob und ich haben darüber geredet, dass wir viele Wortspiele machen. So, und wenn ihr mal sehen wollt, was man für so ein fettes Mindset kriegen kann, dann könnt ihr mal hier auf die Folge Gute Nacht, Alter klicken. Und wenn ihr mal meinen gar nicht so fetten Sebastian Meinberg-Kollegen sehen wollt, wie er ein bisschen abschmecken musste, dann könnt ihr mal hier draufklicken. Das ist sehr fett. Okay, das war's. Abo, Glocke, liken und Gute Nacht.